Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alice19 Ebsdorfer Heide mit dem Tensuko, mit dem Paul und mit dem Uwe. Hallo. 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 So, ich brauche einen Abfahrer, bitte. On my way. Ich auch. Ja, haben wir was zum Abfahren? Ich bin Russen. Dein Karren steht am Feld. Wenn du möchtest, kannst du hier den weißen MAN übernehmen, Tensuko. Alles gut. Was denn? Der stand da? Nee, den, ja, mit dem weiß. Bin ich doch gerade raus. Ja, nee. Wir reden dann auch vorbei. Achso. Also Tensukos Ding ins Voll, glaube ich. Klassiker. Werner, ne? Soll ich mir nochmal... Achso. Ich fahr einfach, ne? Ja. Hör mal, ich habe mal Tempomat gedrückt, ne? Aber die Karre will noch nicht so ganz... Ist nicht schon, wir schaffen das irgendwie. Bestimmt. Da ist auch nicht mal allzu viel, ne? Also. Vielleicht geht das sogar alles in einen rein, ne? Wobei, haben wir nicht noch mehr Felder, Feldflächen? Weiß ich nicht, ich habe nicht geschaut, ich trau mich nicht. Du meinst, zum Schluss artet das noch in Arbeit aus, hör auf. Du meinst, im Zweifelsfall kommst du die Woche nicht aus dem Häcksler hier raus, oder? Oh ja, hab ich schon vorgehabt eigentlich. Ich wage mal schnell einen Blick. 79 ist gut, die 81 ist gut und die 68 ist auch gut. Also, es wird eng, ne? Müssen aber schnell arbeiten. Paul wollte doch was anderes kaufen. Kaufen? Haben wir wohl nichts drauf. Achso. Wir müssen höchstens die V-Con-Kombis nehmen. Weil ich habe auch irgendwie keine Lust auf Schaden. Was? Ah, ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Deswegen. Ja, wäre mal was anderes, ne? Was? Mit Schwaden? Nee, mit den Mähwerken und so weiter. Ja, absolut, aber das Geld sollte reichen, ne? Müsste. 110 ja. Für die Fastbail. Und ich glaube ungefähr das gleiche für die Mähkombi, oder? 75 und das andere weiß ich gerade nicht genau. 25 könnte hinkommen. 95.000, sowas kostet es, glaube ich. Ja. Die ganze Kombi. Ich kann gleich gucken, ich bin eh voll. Ja, wenn wir gleich runterfahren, kann ich auch gucken. Gibt's ja nicht was Neues, Atemberaubendes von CP? Atemberaubendes, oh. Die Übersetzungen sind jetzt schön deutsch. Ehrlich? Wer hat die denn gemacht? Also ja, schön kann man sich streiten, aber... Die eine Übersetzung habe ich mal angedeutscht, sagen wir so. Ja, diverse Bugfixes, Anpassungen, Verbesserungen, gerade für den Modus 10. Ansonsten jetzt nichts Weltbewegendes. Okay. Ein paar Verbesserungen für den Modus 2 sind noch mit drin. Also soll ich mal den Kauf ausstarten? Ja, 96 und ein paar zerquetschte brauchen wir für die Quenneland-Kombi inklusive Schwartfunktion. Die Frage ist, ob wir dafür jetzt genug Traktoren haben. Also Schwaden? Wir haben noch den Fiat. Damit machst du dich so unbeliebt, Uwe, ne? Ich fahr Johnny, hör mal. Also ich kann nichts dafür, dass du LKW fahren wolltest. Aber ich kann auch im LKW schwaden, das geht ja nicht auch. Naja, schwaden brauchst du ja nicht. Hat ja direkt, ne, ist ja zusammen mit dem Mähwerk dann. Achso. Also brauchen wir nur. Kannst du die Fastbail ziehen mit dem LKW? Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich kann die Fastbail alles. Müsste gehen. Ich kaufe erstmal die Fastbail. Wir haben ja eine Zapfwelle am LKW, deswegen müsste das eigentlich gehen. Ja, aber wenn du eine. Na gut, die Fastbail hat keine 3-Punkt-Aufnahme, von daher. Warte, ich bin gleich wieder. Achso, ich guck. Uwe? Ja, warte. Ich wollte mir schnell die Fastbail angucken, aber ich hab den. Ach komm, ich hab den Tempomat vergessen. Sorry. Ja, Fastbail geht easy. So, dann drehen wir gleich hier nochmal. Moment. Ja, ich lass dich drehen und dann. Folge ich unauffällig. So. Tensuko. Ich bin schon auf dem Weg. Ich würd ja anbieten, es dir Platz zu fahren, aber geht nicht. Ich warte die ganze Zeit, dass du aufrückst. Ich bin doch super nah bei dir dran. Okay. Opa, siehst du, das passiert, wenn ich aufrücke. Was denn? Kurzer Ruckler hier. Nö. Wenn du es nicht gemerkt hast, ist alles gut. War nix.
Oder bist du mir wieder hinten reingeknallt? Nein! Nee? Hast du ja nicht gemerkt, also kann nichts gewesen sein. Oh. Gut, das war aber nicht ganz leer. Bei mir stand ganz leer dran. Ah, okay. In der Fillplane war noch was drin. Ja, das ist dann nur Optik. Das ist schon cool. Apropos Mähwerke, Uwe, soll ich mit deinem Johnny die Mähwerke fahren? Was? Ja, von mir aus, wenn du es möchtest. Möchte das. Also du möchtest das, ja, dein Traktor. Nö, kannst du gerne tun. Muss gleich mal nach meinem Panther gucken, was der so tut. Der läuft wieder. Oh hier, da ist einmal Betriebskosten direkt einmal durch alles durchgefegt. Noch nicht ganz, da kamen Bäume am Ende vom Bild. Klassiker, ne? Aber ich habe es rechtzeitig geschafft. Ich hoffe, ich bleib jetzt nicht schon wieder mit dem LKW hängen. Geht. Bist du nicht so der LKW-Typ? Doch, grundsätzlich schon, aber letztes Mal habe ich es irgendwie geschafft, den Anhänger so zu positionieren auf dem Silageberg, durch den ich durchgefahren bin, dass ich keine Traktion mehr hatte. Um jetzt nicht zu sagen, alle vier in der Luft hingen. Ach du Scheiße. Ja, war das mein LKW? Ne? Nein, das würde ich niemals mit deinem LKW tun. Gottes Willen. Ich gebe Vollgas. Aber Uwe, ja. Das mit dem Lügen müssen wir nochmal üben, ne? Vielleicht. Aber ihr habt gehört, ne, sowas muss immer spontan und glaubhaft rüberkommen. Das stimmt, so. Je länger Pause du lässt, desto unglaubwürdiger wirst du. Ja, siehst du, also das war schon mal gar nicht so schlecht, oder? Ja, der Tonfall war ein bisschen. Ja, das üben wir noch. Das ist okay. Feld 5 da oben. Das kann gar nicht sein. Du Tensuko? Ja, ich glaube, ich. Ich glaube, ich weiß, warum der Roder noch läuft. Und auch erst 40% drin hat. Ja, der hing gerade, aber ich weiß nicht. Ja, der hängt hier vor dem Baum am Zaun. Schwierig. Ist das immer noch der gleiche Roder, wo der Abfahrer vor dem verschlossenen Toren stand? Nee, das ist meine in Anführungsstrichen, die ich habe mal kurz falsch geklickt Mission. Genau. Ich nehme eine Mission an, obwohl ich aktualisieren wollte. Mission. Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur mal aktualisieren und shit, es ist eine Mission geworden. Und leider eine Blütenmission, so ein Pech aber auch. Ey, hör auf. Ein Drescher wäre schöner gewesen. Oh, ich glaube, ich habe das Förderband erwischt. Nein. So. Ich hoffe, in der nächsten Runde funktioniert es besser. Der geht aber auch echt haarscharf an der Feldkante vorbei, ne? Ja, wie das Feld aufgebaut ist halt. Ich bleib nur mal kurz drin sitzen, ob er da vorne den Baum schafft. Also Tensuko, du kannst auch wechseln, ne, wenn du willst. Stehen zwei LKWs in der BGA. Achso, ja, noch geht's. Ab und zu mal mit Schwierigkeiten, wenn es ein bisschen bergauf geht, aber es geht. Nicht, dass du Schimpfe bekommst von Paul, wenn du so lange brauchst. Ah. Was ist hier passiert? Das wird aber liegt wahrscheinlich irgendwo in der Prärie, oder? Nee, es ist nur gedreht, glaube ich. Nur gedreht, ja. Als wie ich irgendwie. Nein, Paul. Nein. Nein, du nie. Nein, also bitte. Wäre ja ganz komisch. Oh. Habe ich mir auch selber noch den Baltra im Weg gestellt, ne? Oh.
geile Besetzung wäre auch gewesen. Verkehr voraus, Bremse ab. Wie du möchtest, ich erinnere dir das. Kein Problem. Nee, das war... Mit dem Kommentar, Paul wollte das so. Er scheint das dann auch jedes Mal, neben der Meldung. Mann in Klammer, Autor BG Paul. Genau. Die Übersetzung fand ich früher schon immer scheiße. Es ist vor allem auch teils schwierig. Du hast englische, also grundsätzlich bauen wir es ja in Englisch. Und dann baust du das in HUD ein oder eben auch so eine Anzeige und denkst du, so, oh, das passt ja wunderbar dahin. Vom Platz her und sowas. Und dann machst du auf Deutsch und dann passt nicht mehr. Und dann wird einfach mal so ein ganz langer Satz draus, du öffnest das HUD und du siehst einfach nichts mehr. Nur noch Text. Besonders schön. Und dann versuch mal, eine sinngemäße Übersetzung hinzubekommen. Das ist teils gar nicht so leicht. Ich habe mal eine Frage, Tensoku. Ja. Hast du dir irgendwann schon mal überlegt, das TP-Projekt zu verlassen? Warum? Ich frage noch generell. Hast du irgendwann gesagt, alle, ich habe keinen Bock mehr auf die Lappen, die nichts verstehen? Die mich jedes Mal nur noch fragen, wie das funktioniert. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Weil du erntest ja eigentlich nichts als Kritik. Es ja, funktioniert das kann man, nicht. Das kann man so auch nicht sagen. Also klar, gibt es viele, die rummosern, aber wir haben natürlich auch unsere User, die sehr begeistert sind und das machen. Und ich bin ja auch in das Team gekommen, weil die Programmierer dahinter damals zwei gefragt haben, ob ich denen nicht helfen kann so ein bisschen. Und letzten Endes ist es halt so zusammengewachsen, dass ich sage, ich möchte meinem Team helfen und die nicht alleine lassen mit dem Projekt. Weil die wollen natürlich weitermachen. Und das ist auch so ein bisschen Ehrgeiz, was Anständiges draus zu machen, also das Projekt wirklich vorwärts zu bringen. Und klar, diese negativen Stimmen, die da sind, die nerven manchmal und dann denkst du dir auch so, boah, Alter, was soll das, dann benutzt du es halt nicht. Aber ich sag mal so, der Ehrgeiz, was weiterzumachen und auch das positive Feedback, das überwiegt noch. Okay. Wenn jetzt nur noch Gemosa kommen würde, dann würden wir auch irgendwann sagen, also dann würde die Motivation im gesamten Team irgendwann sinken und dann haben wir auch gesagt, wenn das irgendwann soweit kommt, dann lassen wir das halt. Aber soweit ist es noch lange. Also, gut. Alright. Paul, ich glaube, du musst schneller werden. Tensuku ist schon wieder auf dem Rückweg. Map, map. Map, map. Ja, ich dachte, ich hole mir hier auch mal eine Schippe. Lustig. Ich glaube, ich stelle. Ja. Wo soll ich den abmähen? Haben wir gerade echt drei Panther im Einsatz? Ja. Alter Schwede. Ich stelle euch den LKW hier einfach nur mal hin. Ist das okay für euch? Okay, ich fahr auf den anderen. Entschuldigung, Tensuku. Und eigene und zwei gemietete. Oder halt zwei Missionsfahrzeuge. Paul, ich nehme mir mal dein LKW und hol die Fastbell damit. Jo. Die steht noch am Händler, oder hat die eine schon geholt? Nee, ne? Nee, ich habe nur die Mehrwerke geholt. Okay. Falscher Knopf. Mach das Rohr zu weit runter. Oh, fahren. Echt? Wäre mir gar nicht aufgefallen. Gut, das hat den Zuko Rahmen. Ist auf einmal so elends schnell geworden. Sag mal, Paul, haben wir eigentlich einen Kercher für deinen, also damit ich deinen LKW mal abwaschen kann? Der ist ja dreckig wie sonst was. Einer steht an der BGA und einer steht am Haupthof. Ja, ich muss das nochmal machen, das ist ja... Bin ich gar nicht gewohnt, dass deine Geräte dreckig sind. Ich hab den seit 2 Wochen nicht mehr gefahren. Ah, okay. Das erklärt einiges, ne? Das mag sein, ja. Ich bin nur noch im Ruder. Ich hab auch gerade schon wieder festgestellt, LKW ist echt ganz schwierig, ne? 35 zu viel, direkt mal geblitzt. Das musst du so langsam abgewöhnen. Ja, besser ist. In der neuen Version ist es gefixt.
Die würde uns ruinieren, die neue Version. Ich hoffe, ihr wisst das. Vor allem, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen hattet von Yogi. Nee. Er hat extra gesagt, die Leute wissen ja jetzt, wo die Blitzer stehen. Vielleicht platziert er sie noch um. Ja, das, also selbst wenn ich weiß, wo der Blitzer steht, ne? Sind wir ehrlich, ich werde vergessen, vorher da zu bremsen. Vor allem, das sind ja mobile Blitzer. Ja. Ich glaube, du kannst abfahren, oder? Ich fahr mal mit dem ab, ja. Wegen 2000 Liter rennt jetzt, glaube ich, nicht nochmal zu warten. Naja, wenn 7000, aber ist auch egal. Achso, 7000. Bin ein bisschen schneller. Du kommst ja so schon fast nicht weg. Hau ruck. Gut, das heißt, neues Equipment ist da. Da werden wir das mal ein bisschen testen. Aber nicht mal heute, sondern beim nächsten Mal. Liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.